Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir über das große Season 3 Update, über den Preload, über die Downloadgröße, über den gesamten Inhalt, den wir bekommen werden. Deswegen würde ich sagen, lehnt euch zurück, genießt das Video. Lasst am Ende des Videos natürlich sehr gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein Abo für mehr Call of Duty Videos von mir in der Zukunft. Was noch wichtig ist, Glocke zu aktivieren, da werdet ihr immer direkt benachrichtigt, sobald ein neues Video von mir online kommt. Doch bevor das Video startet, ein kurzes Wort zu meinem Partner U4GM hier. Gibt es COD-Punkte bis zu 50% billiger. Außerdem bieten sie Hilfe bei der Freischaltung von Tarnungen an, die Hilfe bei der Nuke und vieles mehr. Deswegen checkt gerne den Link in der Beschreibung ab und gebt Code Mantel für 5% Rabatt ein. Das Season 3 Update kommt ja diesen Mittwoch um 18 Uhr raus und ein bis zwei Stunden vorher wird es dann Patch Notes geben, die wir auch dann live zusammen durchgehen werden. Ich werde Mittwoch schon um circa 16 Uhr live sein. Kommt da gerne rein. Der Link ist oben in der Beschreibung. Ich bin ja sowieso täglich live von 16, 17 bis 21, 22 Uhr. Außerdem wird es auch noch ein Preload für das Season 3 Update geben, das sehr wahrscheinlich heute für Battle.net rauskommen könnte. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ich weiß es nicht. Das Ganze um 18 oder 19 Uhr eventuell, da müssen wir noch schauen. Und wenn der Preload nicht heute rauskommt, dann wahrscheinlich morgen, weil so war es ja das letzte Mal bei Season 2 Reloaded, haben wir ja auch auf Battle.net als erstes den Preload gesehen und dann auf PlayStation. Für PlayStation wird es auch ein Preload geben, der sehr wahrscheinlich entweder morgen oder Mittwoch gegen Mittag rauskommen wird. Die Größe des Updates kennen wir bis jetzt noch nicht. Ich persönlich schätze sie auf circa 30 bis 40 GB. Das Größte, was wir in diesem Update bekommen werden, ist natürlich unser geliebtes Rebirth Island. Zusammen mit dem Ranked-Modus auf Rebirth Island, da werde ich auch direkt reingehen in den Ranked-Modus, sobald ich die neuen Waffen freigeschaltet und gelevelt habe natürlich. Wir bekommen übrigens drei neue Waffen in den Battle Pass. Einmal die FJX Horus. Das ist eine MP mit hoher Feuerkraft und Mobilität. Dann bekommen wir die Moor Sniper. Das soll eine One-Shot-Sniper sein. Und dann bekommen wir auch noch diese Nahkampfwaffe hier. Die BAL-27 bekommen wir erst im Season 3 Reloaded Update. Das ist ein Sturmgewehr, was auch wirklich sehr geil aussieht. Hier können wir jetzt übrigens auch schon den Season 3 Battle Pass sehen. Der normale Battle Pass wird uns 10 Euro kosten. Und wenn wir den Battle Pass dann auf 100% gespielt haben, bekommen wir dann auch nochmal 1300 oder 1400 COD-Punkte zurück. Also wir bekommen mehr COD-Punkte zurück, als wir Geld ausgegeben haben sozusagen. Und dann wird es auch nochmal die Black Cell Battle Pass Variante geben. Die kostet uns dann 29,99. Da bekommen wir sehr viele weitere zusätzliche Operator, zusätzliche Waffenskins und so weiter und so fort. Zu Black Cell wird es aber morgen nochmal einen Blogpost geben mit allen Informationen zum Battle Pass und so weiter und so fort. Den werden wir dann natürlich auch direkt durchgehen. Da werde ich auch direkt ein Video für euch machen. Wir können übrigens hier auch schon den neuen Black Cell Operator sehen, der in Blau, Gold und Schwarz gehalten ist. Und wir sehen hier auch noch, dass der vordere Bereich der Waffe, also der Lauf, auch irgendwie blau leuchtet, was ich auch ganz nice finde. Ich persönlich werde mir Black Cell holen. Ich hole mir jede Season Black Cell, weil ich das einfach sehr geil finde. Für das, was man ausgibt, bekommt man da wirklich sehr viele Sachen. Außerdem wird der Battle Pass ein Conny Design haben. Das heißt, dass wir viele Operator der Conny-Gruppe dort sehen werden. Zum Start bekommen wir übrigens Makarov und Snoop Dogg. Wir werden übrigens auch zum Start von Season 3 ein neues Event bekommen. Und zwar ist es das Godzilla Kong-Event, das bis zum 10. April gehen wird. Wir müssen hier sehr wahrscheinlich einfach EP sammeln, um die Belohnung dann zu bekommen. Kommen wir jetzt zu den Bundles, die wir in Season 3 sehen werden. Hier sehen wir ganz links einmal das Tracer Pack Stony Sloth Bundle, das ich mir sehr wahrscheinlich holen werde, weil ich das übelst geil finde, übelst lustig. Dann sehen wir direkt daneben das COD Asaurus Tracer Pack mit Ultra Skin. Dann haben wir noch das Big Brain Ultra Skin Tracer Pack und das Horseman V1 Russ Ultra Skin Bundle. Morgen wird es noch einen weiteren Blogpost, wie gesagt, geben, wo wir noch weitere Informationen zum Black Cell bekommen werden, zum Battle Pass, wo wir weitere Store Bundles sehen werden. Dazu wird es auch direkt ein Video geben, sobald der Blogpost online ist. Und wir werden in Season 3 auch noch einige neue Westen und Extras bekommen. Wir haben hier einmal die Revolverheldenweste. Hier hast du keinen Primärwaffenslot mehr, sondern nur noch zwei sekundäre Waffenslots. Du kannst direkt zwei taktische Granaten mitnehmen, nur eine Primärgranate und natürlich ein Field Upgrade. Zusätzlich dazu kannst du auch noch vier Extras in deine Klasse reinpacken und mit dieser Weste hast du auch noch folgende Vorteile für Sekundärwaffen. Die
die Ausdauer wird beim Killen aufgefrischt, du hast eine verbesserte Nachladegeschwindigkeit, du hast eine erhöhte Waffenwechselgeschwindigkeit um mindestens 40%. Je nach Waffe kann der Geschwindigkeitsbonus hier variieren und man spawnt mit maximaler Reservenmunition. Als nächstes haben wir die Modular Assault Rig Weste. Hier hast du insgesamt 5 Ausrüstungsplätze, 2 für die taktischen Granaten, 2 für deine Primärgranaten und 1 Slot für das Field Upgrade. Du hast hier 3 extra Plätze, die du auswählen kannst und du spawnst hier auch mit maximaler Reservenmunition. Von toten Gegnern bekommst du übrigens deine Taktik und Primärgranaten wieder, also du kannst sie dort einfach auffüllen. Dann haben wir noch eine weitere Weste und zwar die Compression Carrier Weste. Du hast hiermit eine unterstützte Heilung und Schutz vom Gas. Du kannst hier aber nur eine Primärgranate mitnehmen und keine taktischen Granaten sowie kein Field Upgrade. Dafür kannst du 3 Extras reinpacken. Du regenerierst sofort deine Gesundheit nach einem Kill oder einer Zieleroberung und du hast eine reduzierte Auswirkung von Gasgranaten. Also haben wir hier insgesamt 3 neue Westen, die wir direkt zum Start bekommen werden. Dann haben wir noch folgende neue Extras. Wir haben einmal verstärkte Stiefel. Hiermit bist du immun gegen Bewegungsreduzierungseffekte. Dann haben wir noch die High Grain Antenne. Damit ist die Minimap für dich und für Verbündete in der Nähe verkleinert. Feinde bleiben für dich und für Verbündete in der Nähe länger auf dem Radar, wenn der Verbündete in der Nähe über die CCT-Kommunikationsweste verfügt. Außerdem kann man mit diesem extra Radar-Pings von Verbündeten in der Nähe sehen. Außerdem werden wir dann auch noch auf Rebirth Island den Nuke-Auftrag bekommen. Ihr seht die Belohnung hier einmal den Operator-Skin. Wir sehen hier einmal die Waffentarnung. Ich hoffe, sie ist animiert. Wäre auf jeden Fall geil. Dann bekommen wir noch eine Visitenkarte, Talisman-Emblem und so weiter. Und sofort, ich freue mich wirklich extrem, vor allem auf Rebirth Ranked. Ich bin sehr, 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 sehr gehypt. Leute, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Und folgt mir auf Twitch, kommt da gerne rein. Der Link ist ganz oben in der Beschreibung. Wir sehen uns dann im Livestream oder beim nächsten Video, Leute. Haut rein, bis dahin und ciao.